Ja, herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Video von mir, dem Breezy Shark. Ja, heute will ich dir mal zeigen, wie das in der Realität aussieht, wenn man ein Produkt, beziehungsweise jetzt hier eine Leiterplatte, wenn man so eine testet, ja, wie schnell so etwas geht und ja, wie das einfach aussieht. Ja, ich mache das jetzt hier an einem Testsystem. Hier muss ich noch eine Nummer reinschreiben. Genau. Und ja, jetzt starte ich mal den Test. Das ist dann natürlich, also ihr seht jetzt, er hat jetzt hier begonnen und es testet jetzt hier je nachdem immer Sachen und wenn es grün ist, dann ja, da ist der Test bestanden. Und ja, ihr seht jetzt hier an diesem Testsystem, er misst hier Sachen. Also er misst irgendwelche Signale. Genau. Ja, das ist natürlich, das wird alles hier an dieser kleinen, also eher großen Leiterplatte gemessen. Und ja, das passiert jetzt alles sehr schnell, so wie das in der Produktion in Real Life auch stattfindet. Und ja, eben, da muss man natürlich immer ein Programm programmieren, dass das jetzt hier alles komplett selbstständig läuft. Wenn ihr das Klicken hört, das sind immer die Schalter, die hier umgeschalten werden und so und alles hier im Testsystem drinnen, ja, was es zum Schalten braucht. Und das hört man hier sehr gut. Und ja, vielleicht noch um abschließend zu sagen, solche Leiterplatten werden in der Realität immer, also in Massen getestet. Ah, jetzt seht ihr, der Test ist schon fertig, es ist passt. Ja, es ist passt. Der Test hat funktioniert, ist ja auch klar. Aber eben noch um abschließend zu sagen, solche Leiterplatten hier werden in Massen getestet. Also jetzt, das ist jetzt hier nur eine, aber normalerweise werden die hier so in Massen getestet, wie ihr zum Beispiel hier seht. So in jeder Kiste ist jetzt so eine Leiterplatte, ein Produkt und die werden hier alle in Massen produziert und getestet. Und so sieht das auch in Real Life aus. Ja, und somit hoffe ich, ihr habt etwas gelernt und vor allem auch, dass euch das Video gefallen hat. Und ja, ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen und auch eventuell über ein Abo. Und dann sage ich bis zu einem nächsten Mal und tschüss.